Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so schnell wieder sagen würde, aber Player Games hat eine neue Klasse angekündigt. Der Kampfmagier kommt morgen gemeinsam mit einem neuen Server. Hat mich völlig aus den Socken geschmissen, als ich das gelesen habe. Damit hätte ich erstmal nicht gerechnet, stand auf dem Grabstein des Mathematikers, weil, naja, jetzt kam der Assassine erst relativ neu raus auf W23. Und nun wird am Freitag, 16 Uhr wie immer, die neue Welt W27 dann schon starten. Und wir sehen uns mal ganz kurz das Bildchen an, denn ich glaube, das ist der Kampfmagier mit Handschuhen wie Thanos irgendwie. Genau, also am Freitag, 28. September, 16 Uhr, die 27. internationale Spielwelt. Und das ist praktisch die Kampfmagierwelt dann. Dieser Server wird außerdem exklusiv die Open Beta von SF Game 3.0, also remastered haben, mit den neuen Grafiken und ein paar Anpassungen etc. Bis es dann irgendwann für alle Leute auf allen Servern erscheinen wird. Und eine gute Nachricht für alle Spieler: am Samstag bis zum Mittwoch wird es das Oktoberfest geben. Alle Events gleichzeitig, 20% mehr Pilze, Epic Event, Erfahrung, dies, das, Ananas und frei Bier für alle. Das heißt, man kann komplett nachtrinken. Also hier jedes Bier, da steht zwar, glaube ich, noch dran, in Klammer, ein Pilz, wenn sie das noch nicht geändert haben, aber man kann komplett kostenlos 10-mal, 11-mal nachtrinken. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Das werden 5 interessante Tage. Ja, und der Kampfmagier, was hat der? Der soll angeblich, wenn wir hier mal einen Krieger antippen, der hat dann eine Einhandwaffe, der hat eine normale Kriegerwaffe, aber keinen Schild, sondern der hat dann magischen Schaden. Und anstelle des Schildes ist dann vermutlich, keine Ahnung, hier so wie bei mir vielleicht irgendwas oder... Also auf jeden Fall zaubert der. Und beim Zaubern ist es ja so, da kann man nicht ausweichen. Das heißt, wenn ich jetzt hier kämpfe gegen... Ja, ich zaubere eben. Das heißt, der Stan hat normalerweise 50% Ausweichen. Aber eben nur gegen physische Angriffe und meinen Angriffen kann der gar nicht ausweichen. Das heißt, der Krieger ist dann... Der kann vermutlich auch nicht blocken, weil er ja keinen Schild trägt. Aber seine Angriffe treffen auch immer. Das ist dann praktisch, wie soll ich sagen, ein ausdauernder Magier. Weil der hat viel mehr Leben. Aber natürlich dann weitaus weniger Schaden, schätze ich einfach mal. Weil wenn man mal so eine Waffe vergleicht von einem Krieger, hier mit 1280 Durchschnittsschaden, dann von so einem Magier mit 2700, ist das schon eine andere Hausnummer. Bin echt schon gespannt, ob... Weil mittlerweile der Assassine ist ja eigentlich doch recht ausbalanciert. Da gab es am Anfang wegen Edelsteinen und so weiter. Aber ich glaube, im Prinzip... 60.000 Intelligenz jetzt geknackt. Im Prinzip relativ ausgeglichen. Ich bin schon gespannt, wie das dann mit noch einer 5. Klasse sein wird. Ja, der Kampfmagier. Ist ein bisschen vielleicht gewöhnungsbedürftig, weil auch das Wort Magier drin steckt. Und eigentlich sind wir hier die Magier, aber... Genau, Level Up hatte ich übrigens. Da kann ich meine Begleiter wieder leveln. So. Erstmal alle hochpowern. Diese drei sind dann oldschool, da gibt es dann noch den Assassinen und den Kampfmagier, aber nicht im Turm. So genau, im Prinzip, hier im Turm hat ja der barbarische, oder vielleicht ist es einfach so ein X, der barbarische Bertram hat ja auch, trägt auch keinen Schild. Und genau, als Turmbegleiter, von daher mal schauen, wie das dann so wird. Ich bin schon gespannt, wie der Bogen meiner Kunigunde. Handschuhe habe ich nicht. Okay. Kampfmagier. Echt krass. Ich muss aber sagen, der Assassine, der... Also ich habe 3 Server. Magier, Welt 14, S14, Kundschafter, S33 und Assassine, W23. Und 3 Charaktere sind echt schon in Ordnung. Ich meine, Kampfmagier, beziehungsweise neue Klasse im Allgemeinen, ist vielleicht schon interessant, werde ich bestimmt, zumindest für die Open Beta auch, für Remastered, dass man sich die neuen Grafiken genau ansehen kann, werde ich mich definitiv registrieren, aber ich glaube, nicht komplett aktiv spielen. Muss ich mir noch überlegen, aber da reichen mir die 3 Server eigentlich schon, muss ich sagen.
Und genau, aber wer zum Beispiel meine Videos kennt und das Spiel eigentlich nie gezockt hat, wer mit dem Gedankenspiel so mal anfangen, wenn anfangen, dann Freitag 16 Uhr, neuer Server, neue Klasse. Und ich würde auch direkt die neue Klasse nehmen oder den Assassinen, irgendwas davon, weil das ist mal wirklich was Neues und ja, dann geht's gut ab, würde ich mal sagen. 16 Uhr und dann am Wochenende hat man direkt Pilzdeal-Aktion. Da gibt es 20% mehr Pilze bei jedem Kauf und alle Events, die es gibt. Erfahrung, doppelte Erfahrungspunkte, Epic, ab Level 50, erhöhte Chance auf Epics und in Quests. Gold, fünffaches Gold für Quests und Stadtwache und Raritäten des Waldes. Da findet man Seelen für die Unterwelt und Holz und Stein und Pilze häufiger bei Quests. Ja, das wird ein interessantes Wochenende. Auf jeden Fall. Da bin ich schon, ja, wie gesagt, gespannt, weil eigentlich, ich glaube, der Assassinen-Server war schon sehr gehypt und jeder hat einen Assassinen gespielt. Aber jetzt, wenn dann auch noch, weil es geht ja dann nicht nur um die neue Klasse, vielleicht ist da der Hype von einer neuen Klasse schon abgeflacht, weil jetzt hatten wir nach dem Assassinen schon jetzt den Kampfmagier und vor dem Assassinen gab es ja jahrelang keine neue Klasse. Mit 3 hat es begonnen und wir hatten immer 3 Jahre lang, aber vielleicht wegen Shakes and Fidget Remastered, dass da ein bisschen der Hype noch größer ist, das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil dann vielleicht jeder, was ist da jetzt los, weil dann vielleicht jeder die neue Version eben sehen möchte und dann bleibt man eventuell doch auf dem Server hängen. So, irgendwie, also, genau, Kampfmagier. Ich bin gespannt, aber ich kann es mir echt noch nicht so vorstellen. Irgendwie ein Krieger mit Einhandwaffe ohne Blocken, dafür können die Angriffe nicht pariert werden. Man kann nicht ausweichen, man kann nicht blocken. Wie sich der so im Metagame dann schlägt, sozusagen, kann man ja echt schon mittlerweile behaupten, bei so vielen Klassen, die es da gibt. Und ein paar andere Verbesserungen wird es geben, zum Beispiel bei der Charakterübersicht. Dieses Rad wird es nicht mehr geben, sondern dass man auf einen Blick für Leute, die viele Charaktere haben, boah, das wird ein harter Gegner. Für Leute, die viele Charaktere haben, auf einen Blick sieht man bis zu 21 Charaktere, habe ich gelesen. Ein paar Verbesserungen, kleinere Bugfixes und vorrangig geht es aber, glaube ich, so um die Gestaltung des Spiels, um die Grafik und um ja, die Platzierung der Dinge, wo was zu finden ist und so weiter. Also, mal schauen. Morgen, 16 Uhr, ist es soweit. Und wie gesagt, das ist nur eine Open Beta. Eine Beta-Phase bedeutet nicht, dass alles so direkt kommt. Und also vorrangig auch nur auf W27, auf dem neuen Server dann. Und keine Ahnung, wann wir das dann alle erhalten werden. Sehr schön, das war knapp, aber habe ich gemacht. Der hat nur 19, was machen wir da? Da nehme ich Erde und genau, befördere ihn unter die Erde. Hey, mal wieder ein Tag 5 von 5, das gibt es ja auch nicht immer. Sehr schön. Gut, das wäre es mal dazu. Kann ich vielleicht spülen oder irgendwie so? Ich glaube, auf S33 kann ich spülen. Also, was schmeißen wir da rein? Habe ich am Glücksrad gedreht, da habe ich wieder ein paar gesammelt. Weil ich schon länger nicht gedreht, also immer nur einmal am Tag gedreht habe. Beziehungsweise, Moment mal. Nein, das spare ich mir auch für das 5er-Event, denn auch im Glücksrad ist zum Beispiel die Chance auf Epics erhöht und so weiter. Von daher spare ich mir meine Lucky Coins für, ja, für das fette Event am Wochenende und 3 Tage danach auf. Oktoberfest eben. Aber ins Klo muss ich trotzdem was schmeißen. Dann nehme ich hier, hab nicht wirklich was Günstiges, nehme ich, was war da? Habe ich da irgendwo mehr als 10 Millionen? Ach so, bei dem Stein mehr als 10 Millionen. Boah, mittlerweile. Ey, das hatte ich auch noch nie. Die neuen Steine schon mehr als 10 Millionen geben. Die heftig, heftig, heftig. Da habe ich einen gefunden mit 637. Was war mein Rekord? Ist mein Rekord 629? Aber den spare ich vielleicht auch auf am Wochenende. Vielleicht erwartet mich hier ein zufälliges Epic 5 Tage lang. Da bekommt man auf jeden Fall ein Random Epic aus einer Quest, wenn man die volle Abenteuerlust zockt. Was ich jedem empfehlen würde, wenn es nichts kostet. Von daher, Unterwelt, oh, auf der 26. 512, weil Krümeline hatte wieder ein Level-Up. Glückwunsch dazu.
bei den Pets haben wir da jetzt endlich mal... Nein, noch immer nicht alle mit 100. So. Und hier bei den Gilden international sind wir auf der 22 wieder, leider. Wir waren schon auf der 17, auf der 19, glaube ich, für ein paar Tage oder einen Tag lang. Mal schauen, was sich hier so tut. Die internationale Rangliste ist das. Da kämpft jeden Tag jede Gilde gegen jede Gilde. Also nicht, nein, nicht, es kämpft nicht jede Gilde gegen jede Gilde, aber jede Gilde kämpft. Auf jeden Fall. Muss man sich nicht selber melden, sondern das macht das Spiel automatisch. Je nachdem, welchen Ehrenrang man hat, kämpft man gegen die Gilde drüber oder drunter. Und dann geht es drunter und drüber bei den Kämpfen und so weiter. Genau, so, jetzt müsste ich bald kommen. Da bin ich auch schon. Und wie werde ich mich schlagen? Oh, ganz schlecht, wie es aussieht. Ganz, ganz schlecht. Das klicken wir sofort weg. Das hat niemand gesehen. Würde ich einfach mal behaupten. Oh, oh, aber wir haben immer das Level und die haben die Crits und die Hits. Boah, das kannst du nicht bringen. Du kannst nicht die Krümeline hier One-Shot. Das darf echt nicht sein. Ja, das ist das Gefährliche, wenn man so viel Intelligenz hat. So, Bad News, Ron belegt bald wieder Platz 1 und 2. Ich glaube, das war schon mal der Fall, oder? Genau, der Einzige, der besser ist als Bad News, Ron, ist Bad News, Ron. Und sehr viele Krieger da ganz vorne. Bogi auf der 23 und ganz unten. Ich will sehen, wo die Assassinen so sind, wo sich die manövriert haben. Unge, Lelouch. Hier, so sieht's aus im Schneckenhaus. Okay, zwei Assassinen auch hier in dieser Rangliste. Na gut, dann schauen wir nochmal kurz zu meinem Kundschafter rüber. So, da ist er auch schon und das Erste, was ich machen werde, ist zu spülen. Denn darauf habe ich schon fürs Video gewartet. Aura 40 auf Aura 41. Welches Epic werde ich erhalten? Oh mein Gott, also da habe ich immer Glück. Weil meine aktuelle Waffe ist auch aus dem Klo, auch mit Sockel. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass es kein Glücksteil ist. Dreier Epic? Ja, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Wie gut ist das denn? Die Waffe hat 80 Durchschnitt mehr. Ja, aber sowas von gegönnt und jetzt habe ich keinen schwarzen Edelstein. Nein, habe ich tatsächlich keinen einzigen. Oh mein Gott, nein. Aber da gibt es wenigstens fette Motivation, fetten Anreiz. Dafür dann kann ich das Ding jetzt mal wegschmeißen. So, und da kommt monströse Metzelhilfe für den Krieger raus. Ja, wie genial. Das freut mich gerade wirklich sehr, muss ich sagen. So, ist zwar viel besser eigentlich, aber leider ohne Sockel. Deshalb zum Schmied getragen. Gut, dann das Erste, was ich mache, hier erstmal einen Edelstein suchen. Und die Schmiede kann ich auf 20 ausbauen. Das ist mein allerletztes Gebäude. Nein, die Befestigung dann auch noch. Oder soll ich auf die sparen? Aber ich habe leider keine. Obwohl jetzt am Wochenende würde ich die Ressourcen bekommen. Im Prinzip ist es egal. Machen wir ausbauen. So. Und was haben wir hier? Da ist gerade der Trolltrakt fertig geworden und ich kann zum Beispiel die Goblin-Grube hochziehen. Mein Wächter ist 981 Mal verbessert. Auf der 30 halte ich mich hier. Okay. Ja, richtig genial. Dungeons, 89%. Edelstein, 6 Stunden. Das muss ein schwarzer Edelstein sein und hoffentlich auch ein ziemlich guter. Ich meine, ich habe die Geschicksteine, aber obwohl ich vorübergehend, soll ich die einfach reinpacken? Nein, ich warte auf den schwarzen Edelstein. Der ist schon, glaube ich, sinnvoller. Dann habe ich hier ein Ei bekommen. Es ist Kanockel. Platz 100 oder mindestens 2500 Ehrenpunkte. Genau. Hatte ich das eigentlich? Das hat mich nämlich gewundert. Festungen. Okay, habe ich tatsächlich jetzt geknackt. Saubere Sache. Dann würde ich mal sagen, freue ich mich über Kanockel. Werde ich zwar aber jetzt noch Towerbock auf 200 vollfüttern und danach ist Kanockel dran. Direkt mit Licht angegriffen. Auf der 48 bin ich hier auf diesem Server. Ist gar nicht so verkehrt, würde ich mal sagen. Okay, dann haben wir im Glücksrad Lucky Coins, die ich sparen werde. Nicht viele, aber jo, die werde ich auch fürs Event aufsparen. Ach, die Daily habe ich mir gar nicht angesehen. Ich habe mich noch nicht so dran gewöhnt, muss ich sagen. Fünfmal Dungeon-Kampf versuchen. Okay, dann Moment. Skill ich erstmal ein bisschen, weil die Tränke sind sogar gar nicht so verkehrt diesmal. Einziges, was noch fehlen würde, wäre ein Flügeltrank, aber
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe es leider noch immer nicht geschafft, hier den Kollegen im Dämonenportal zu besiegen. Ja, ich komme noch immer nicht drauf klar, dass wir jetzt eine neue Klasse bekommen. Wenn ich ehrlich sein soll. Kloppen wir den Aasgeier. Jawohl. So, das sollte zumindest eins mal gewesen sein. 10 Millionen, was haben wir hier? Ringe, ja gut. Der Herr der Dinge, der Herr der Ringe. Das kommt mal alles weg. Und genau, hier auch. Das gibt 10 Millionen. Ja, das andere auch. Ich hasse dieses Inventar, wenn es so unaufgeräumt ist. Also, genau. Dann würde ich mal sagen, kommen wirklich spannende Dinge auf uns zu. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so schnell geht mit einer neuen Klasse. Ich hätte sogar, um ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe sogar in einem Video mal gesagt, ich würde ausschließen, dass noch mal eine neue Klasse dazukommt oder zumindest so bald. Ja, man kann überrascht werden auf jeden Fall. Und das wurde ich in diesem Fall. Na gut, dann würde ich mal sagen, soll es das für dieses Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Morgen, Freitag, 16 Uhr, neue Klasse, neuer Server. Es geht einfach nichts mehr weiter.